Dieses Gespräch hat Christian Neithardt ganz bewusst gesucht. Die behinderten Fans durften ganz nah am neuen Trainer und an der Mannschaft sein. Eine Mannschaft, die nun doch bitteschön aufsteigen soll. An dieser Zielsetzung hat sich nichts geändert. Wir haben es jetzt einfach mal am Anfang mutig unser Ziel gesagt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man da jetzt nicht nach jedem Spieltag drüber reden muss, sondern mal abwarten muss, wo die Reise hingeht. Mal gucken, wie der Kader nachher aussieht. Mal gucken, wie du mit Verletzungen durchkommst. Alles, was da mit reinspielt, ist wichtig. Aber die Ziele haben wir und dabei bleiben wir auch. 6 Vorbereitungsspiele hat der SVW bestritten, größtenteils gegen unterklassige Mannschaften. Aber im Trainingslager gelang immerhin ein 2:0 Erfolg gegen den Schweizer Zweitligisten Aarau. Demgegenüber steht eine 0:1 Niederlage auf eigenem Platz gegen den Ligarivalen und Aufsteiger Elversberg. Ja, mit 1-2 Spielen war ich sehr zufrieden, mit 1-2 auch nicht, weil einfach dann halt auch die Qualität nicht so da war. Nicht die Qualität von uns, sondern dass der Gegner halt unterklassig gespielt hat. Und diese Spiele machst du auch, die gehören auch dazu, aber sie sind natürlich meistens dann auch wirklich ohne Wert, weil du in diesen Spielen nichts Taktisches machen kannst. Aber gehört dazu, das wissen wir. Hatten dann aber gegen Aarau, gegen Elversberg halt auch diese Erfahrung gemacht, dass du tot warst aus dem Trainingslager. Da mal zu gucken, wo man steht. Bei diesem Spaß fehlten am Sonntag Adrien Lebeu und Marc Schnatterer. Sie hatten sich am Tag zuvor beim Freundschaftskick gegen Trier verletzt. Ob mit oder ohne diese beiden Topspieler, es ist schwer zu sagen, wie das Leistungsvermögen derzeit ist. Ja, man sagt ja so, wenn du in die Saison gehst, dass du so bei 75% bist irgendwie. Und dann haben es natürlich die Jungs, die spielen, ein bisschen einfacher. Die holen sich den Rest über die Spiele. Bei den anderen musst du halt aufpassen, dass die es immer wieder aufholen. Aber unser Kader aktuell ist noch nicht so groß und wir haben jetzt auch ein paar Verletzungsprobleme. Da wird sich das eine oder andere von ganz alleine ergeben. Was sicher der Fall sein wird, an der Unterstützung von außen wird es nicht fehlen. Wie die Mannschaft am Sonntag gefeiert wurde von den rund 700, die zum Fest gekommen waren, das war großartig. Wie überhaupt das Fest zwar klein, aber stimmungsvoll war. Besonders als die Mannschaft auf die Bühne im RNF-Trakt kam. Es war ein schöner Abschluss der Vorbereitungszeit. Man braucht mal ein paar Spiele reinzukommen, man braucht diese 90 Minuten Fitness und die hast du logischerweise noch nicht, deswegen musst du mal ein paar Spiele machen und dann muss ich das auch finden. Die Fans sind bereit für die neue Saison, in der sich die Mannschaft vor allem nicht wieder viele Ausrutscher gegen kleine Teams erlauben darf, wenn sie aufsteigen will.